Hi, ich bin Kult Maron. Ich zeige euch heute im UFM Game Check Dishonored. Eine Welt voller Schmutz und Abschaum. Korrupte Menschen regieren die Stadt und Scharen von Ratten krabbeln durch die schmutzigen Straßen, um die Eingeweide der Kranken zu fressen, die die Pest heimgesucht hat. Eine Welt, in der es Aal in Aspik zu essen gibt. Nein! Oh Gott, wie grausam! Diese armen Menschen! In dieser Welt seid ihr der Mann mit der Maske. Ihr seid auf einer Rettungsmission, um die entführte Thronfolgerin zu finden, die diese Welt vielleicht zum Guten wenden kann. Das könnt ihr bewerkstelligen, indem ihr entweder volle Möhre durch alle durchprescht und einfach jeden mit einer Pistole oder Armbrust wegballert. Oder indem ihr heimlich über die Dächer schleicht und unbemerkt wie ein Geist an allen vorbeihuscht. Denn ihr tragt das Zeichen des Outsiders, der euch magische Kräfte verleiht, die ihr mit gefundenen Runen freischalten könnt. Dann habt ihr zum Beispiel die Fähigkeit, euch zu teleportieren. Oder ihr könnt einen Rattenschwarm heraufbeschwören, der eure Feinde brutal zerfetzt. Ich mag die Ratten. Kleine Rattis. Babys. Mal sehen, wie es aussieht, wenn sie jemanden zerfetzen. Je nachdem, wie brutal oder wie heimlich ihr ein Level abschließt, so verändert sich auch die Stadt. Hinterlasst ihr mehr Leichen, kommen mehr Ratten, die euch auch zerfetzen können. Und begeht ihr mehr Morde, ist mehr Polizeiaktivität. Eure Handlungen haben also Auswirkungen auf den nächsten Level und auch auf das Ende des Spiels. Man wird also eher dazu animiert, mit Bedacht vorzugehen und niemanden zu töten. Man kann sich seine Spielweise und auch den Weg, den man durch die Stadt geht, selber aussuchen. Und es gibt auch verschiedene Möglichkeiten, ein Ziel abzuschließen. Man muss nicht immer jeden töten. Wird ja auch langweilig nach einer Zeit, ne? First World Murder Problems. Ich habe zu viele Leute getötet. Jetzt ist mir langweilig. Mich hat Dishonored so ein bisschen an Bioshock erinnert, weil man so Dinge, die Lebensenergie wiederherstellen, nicht einfach einsammeln kann, sondern sofort auf ist. Lalala, meine Gesundheit ist voll. Ist das ein Aal in Aspik? Man kann Dishonored aber auch mit dem Spiel Deus Ex vergleichen, weil man viel rumschleichen muss und seinen Körper auch so mit Magie upgraden kann. Aber es ist viel weniger komplex und auch nicht so tiefgreifend gesellschaftskritisch wie Deus Ex. Man kann Dishonored bei all dem Frust und Elend, was da dargestellt wird, einfach nicht richtig ernst nehmen. Was vielleicht auch ein bisschen daran liegt, dass alle Figuren im Spiel alle so riesige Hände haben und eher aussehen wie so eine Karikatur. Man hätte einfach mehr aus dem Thema Verrat, Entehrung und Bedrohung der Pest machen können. Wer aber gerne mal so Ninja-mäßig herumhuschen möchte und gerne mal so eine richtig verschmutzte Steampunk-Umgebung voller Ratten haben möchte, der ist mit Dishonored gut bedient. Ach, mir ist langweilig. Ich schmeiß mal wieder Leuten Sachen an den Kopf. Hier, willst du was zu trinken? Sie wissen nicht, was es heißt. Zero fucks given.